Hallihallo, Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider mit mir, dem LDP. Ja, wir wechseln die Szene, wir drücken eine Taste und laden das Spiel, weil wir spielen jetzt das dritte, vierte, das vierte Level. Und zwar Tomb of Qualopec. Mal gucken, was der so im Gepäck hat. Ach, lol. Selber Tag, andere Minute. Mal gucken. Wir hatten jetzt gerade erst das Lost Valley hinter uns. Weiß gerade gar nicht. Wir könnten jetzt einfach mal geradeaus gehen. Sieht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Wie geplant. Wie geplant. Das wollte ich euch einfach nur mal demonstrieren. Aber schön, dass auch endlich mal wieder für die Rolling Stones eine Verwendung gefunden wird. Das ist ja schon eine Weile her. Heißt, da wollen wir nicht lang. Oder kann ich den Stein vielleicht irgendwie austricksen? Tschüss. Es war zu einfach. Kommt. Okay. Ja. Da ist ein Hebel. Den könnten wir mal betätigen. Oh nee. Das ging gut, ohne Schaden. Wow, ich bin beeindruckt. Mit so viel Glück hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich überlege auch gerade, was das für ein Level ist. Boah. Ich mag mich so ein bisschen daran erinnern. Wir laufen einfach mal hier lang. Okay. Machen wir. An die Statuen erinnere ich mich tatsächlich. Da war irgendwie hinter einer von denen ein. Nee, nicht nur ein, da waren sogar zwei Secrets. Oh, was für eine schöne Bodenplatte. Haben wir Granaten? Was zur Hölle? Kannst du so schon auf sie zielen? Moment, das machen wir anders. Das machen wir anders. Wir haben 14 Schuss. Was hält uns davon ab, die zu benutzen? Klappt gut, klappt sehr gut. Wow. Hat echt gut geklappt, muss ich mal so sagen. Also, ich hätte das nicht besser machen können. Wir nehmen mal eins von den kleinen Midi-Packs. Einfach nur, weil ich nicht weiß, was mich hier erwartet. Okay. Aber da oben lacht mich auf jeden Fall schon eine, schiebbare Kiste an. Ich finde es auch so süß, dass sie hier versucht haben, die Textur noch ein bisschen auffälliger zu gestalten, indem sie hier das so machen. Da fällt mir gerade ein, wir können mal eine Sache probieren. Wir können mal eine Sache probieren. Und zwar, da gibt es doch. Ich könnte jetzt die Kiste ganz simpel da nach rechts schieben, ist ja kein Ding. Aber. Guck mal, Mama, ich bin Speedrunner. Ich kann Glitches ausnutzen. Ja, sorry, sorry dafür. Wir hätten das auch anders lösen können.
Ich wollte aber den Glitch schon immer mal nutzen. Ja, jetzt seid mal nicht so. Ich habe doch nur einmal geglitcht. Und der Glitch hat mir an sich nichts gebracht. Ich habe ja die Kiste trotzdem verschoben. Ist hier noch irgendwas? Siehe da, Le Midi Park. Le Midi Park. Hey. Oh. Sieht doch auch schon wieder so verschiebbar aus. Warum? Ist es aber nicht. Es ist einfach nur eine komisch vorgestellte Textur. Okay, kann man mal machen. Ist aber nicht lieb für Spieler wie mich. Ja, nun. Wir nehmen uns das nächste Medipack. Warum werde ich hier mit Medipack zugeschmissen? Nicht, dass es mich stört, aber warum? Warum? Ah. Aha. Will ich hier runter? Jetzt bin ich wieder hier. Okay, verstehe. Alles klar, war nur eine Abkürzung. Sehr freundlich, liebe Entwickler. Wir nehmen den nächsten Weg. Der sieht so aus. Wir ziehen aber mal den Hebel. Wir ziehen ihn nochmal. Weil da ist irgendwie was, falls ihr das gerade gesehen habt. Da drüben, da ist. Wow. Da ist was. Oder ist das der Punkt hier? Hä? Welches von den beiden Dingern habe ich denn bewegt? Das ist jetzt die Frage. Egal, wir gehen jetzt einmal hier lang. Vielleicht kommen wir jetzt hier dann hoch. Dann sind wir hier. Ja. Ich drücke die falsche Taste ständig. Ich will immer auf R2 habe ich Rollen. Ich will aber auf R2 immer ganz gerne umsehen und das habe ich auf L2. Nervig. Das ist jetzt schon mehrfach passiert. Ich weiß nur nicht, ob ich das ändern möchte oder nicht. Ich meine, so eine Änderung ist schnell gemacht. Denke ich gerade nur gucken. Genau, da war so ein Aufgang. Frage ist nur, wo will ich hin? Wir gucken erstmal, was da oben ist. Also wir wollen auf jeden Fall diese drei Tore öffnen. Soweit habe ich das kapiert. Das sollten wir hinkriegen. Das sieht einfach aus. Wird bestimmt super schwer sein. Alle denken sich nur so, ha, der Noob hat gesagt, das ist einfach. Einfach hat er gesagt. Lul, ist es nicht. Da war ein komischer Sound. Jetzt sind wir hier. Sind wir jetzt einmal im Kreis gerannt oder? Ne, jetzt sind wir auf der Seite. Okay. Jetzt könnten wir rein theoretisch hier hoch. Ja. Jetzt könnten wir hier hoch. Können den nach da verschieben. Ich weiß noch nicht, was es mir bringt. Außer Schmerzen. Achso, den habe ich jetzt geschoben, genau. Und jetzt will ich den hier schieben. Genau, weil dann kann ich. Richtig, genau. Ich will den hier schieben. Das sieht gut aus. Jetzt will ich den nämlich hier hoch. Die Portal-Erfahrung macht sich bezahlt. Ich möchte mit Anlauf rüber.
GG. Ich habe mich so gut angestellt. Puh. Aber jetzt weiß ich, dass ich den Stein. Ach komm, den Stein können wir trotzdem eben triggern. Das war jetzt nichts Schlimmes. Jetzt weiß ich aber, dass hier Raptoren kommen, die wir mit der Schrotflinte eben fertig machen. Wie geplant. Ja. Was habe ich denn jetzt hier eigentlich eben gemacht? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Wir sind hier lang. Genau, ich erinnere mich, ja. Okay. Kann ich rein theoretisch Shotgun-Munition verschwenden? Ja, Martin, kannst du. Nein, eigentlich meinte ich, kann ich jetzt. Ist hier noch irgendwas? Nein. Dann mal los. Das sieht doch schon mal viel besser aus. Ich habe zwar wieder ein bisschen mehr Munition ver. Nee, habe ich nicht. Ich habe sogar Munition gespart. Oh mein Gott, Martin, der Tod ist das Beste, was dir passieren konnte. Hater73 auf YouTube. Was? Nein. Nein, einfach nur nein, komm. Einfach nur ein ganz einfaches und simples. Muss ich eigentlich hier diesen komischen Weg wieder lang? Ich kann doch bestimmt auch. Ja. Ich habe jetzt keine Lust, diesen Stein zu verschieben. Wir machen einfach diesen Glitch und. Ja. Man muss schon Profi sein zum Glitchen. Scheiße. Ja, nun, Martin, nun, ne? Ich würde sagen, ich lade mal das Spiel. Und schneid das eben raus bis zu der Stelle, wo wir eben waren. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Ich habe die Szene nochmal nachgespielt. Es hat ein bisschen länger gedauert. Es wollte alles nicht so ganz, wie es wollte. Und jetzt hatte es das. Ich habe auch gespeichert zur Sicherheit, falls es jetzt wieder passieren sollte. Was wir natürlich nicht hoffen wollen, ne? Wollen wir nicht. Nein. Ich halte jetzt extra die. Gentaste ich halt alles einfach nicht mehr. Zum Glück habe ich gespeichert. Ja, ich vergesse immer, dass die ein bisschen langsam ist, was das Springen angeht. Das muss ich mir in mein Köpfchen rammen. Entweder man springt auf der Stelle oder man nimmt Anlauf. Anlauf statt Gleitgehen, meine Freunde. Anlauf. Immer Anlauf nehmen. Was? Warum stehst du da? Warum stehst du da drauf? So, das ist Gitter, Gatter, was auch immer Nummer 2. Wir machen ein kleines Splüng. Kriegen keinen Schaden. Gut. Ich hatte gerade ganz kurz gedacht, okay, muss ich jetzt auch wieder den Schrägensprung machen? Der ist schon ganz schön schräg. Spräg. Sprägenwähler. Mühewürste. Nein. Egal, Gang Nummer 3. Ja. Okay. Nicht drüber nachdenken. Nicht drüber nachdenken. Wir schieben dich nochmal. Oh, mein erstes Kistenrätsel. Ach, wie süß. Ich bin ja so aufgeregt. Das ist mein erstes Mal heute. Und ich hab's richtig gemacht. Immer diese Platten, die auf Subwoofern fallen. Was ist denn mit denen? Was ist mit Laras Blick? Ich jetzt gerade schon wieder fast die. Ach du Scheiße. Wie ich gerade schon wieder fast die Rollentaste gedrückt hätte, um mich umzusehen. Ja, nun. Wir speichern.
Ich habe keine Lust darauf, das jetzt tausendmal zu machen. Nein, speichern, nicht load. Das ist Save Nummer 9, das ist ganz okay. Wir holen jetzt einfach nur die ganzen Saves von den letzten Leveln nach. So, jetzt können wir hier nämlich rein. Hier hatten wir nämlich jetzt die ganzen, ne? Gatter aufgemacht. Sagen wir mal Gatter dazu. Gatter, die schnattern. Hier haben wir wieder so einen komischen Diss und kann es sein, einer von diesen Dingern, einer von diesen Dingern, Mann, ist anders. Der da. Der ist es sogar schon. Ich habe ja gesagt, hinter einer dieser Statuen ist so ein Secret. Dann müsste es. Da kommt man noch hoch. Ich wusste es. Wenn ich mir schon nicht viel gemerkt habe in meiner Schulzeit damals, ist es das. Trollolololol. Gehen war es, genau. So haben wir zwei Secrets an einer Stelle. Wenn man Gehen gedrückt hält, kriegt man keinen Schaden bei den Stacheln, auch wenn man direkt durchrennt. Ich weiß jetzt gerade nur nicht, ob das auch bei Sprüngen zählt. Das wird jetzt interessant. Okay, Holla. Ich habe gar nicht mehr daran gedacht, dass es den gibt. Und auch den habe ich auch gerade nicht mehr gedacht. Wir nehmen mal ein Medikit, ein kleines. Stöhn mir nicht so ins Ohr. Ich bin hier alleine, ja. Es ist dunkel und ich habe eine ganz schön weit ausgeschnittene Jogginghose an. Das ist so viel für einen kleinen Menschen wie mich. Nein. Nicht heute, Zorg. Du auch? Du nicht, okay. Du tu nicht gut. Und wir nehmen es. Und es ist. Es war, glaube ich, schlecht, dass ich das so gemacht habe. Konnte ich das nicht irgendwo sehen? Nein, doch. Vielleicht. Wir haben den Zion. Ja, den Zion. Wir speichern. Ich glaube, das ist unnötig, jetzt zu speichern, weil wir kurz vor Levelende. Ne, jetzt haben wir, glaube ich, die Hälfte des Levels, oder? Gehst du auf? Ja, du gehst auf. Stein haben wir ja schon getriggert, heißt, hier sollte uns jetzt nichts treffen. Außer vielleicht diese fallenden Teile. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hinrenne. Hoffe gerade einfach, dass das richtig ist. Jetzt rennen wir doch wieder zurück ins andere Level, ja. Genau, hier ist der Planschepool. Die Wölfe sind aber nicht mehr da. Und die Stelle da ist, wir werden beschossen. Liebe Genossenschaft, wir werden beschossen. Stirb, Langrüssel. Ja, Tomb of Qualopec. Kennen
Kills 8, Pickups 5, Secrets 2 von 3, Time Taken 12 Minuten 12, was falsch ist, weil wir haben circa 14 Minuten. Ich weiß es gerade nicht, ich glaube, sind wir knapp 14 Minuten. Na gut, sagen wir 18. Ganz schön laut hier! Relocated now to St. Francis's Folly, new temptations torment me. Rumor amongst my fellow brothers is that entombed beneath our monastery is the body of Tyrion. Voice pitcher. With him lies his piece of the Atlantean Scion, a pendant divided and shared between the three rulers, which curbs tremendous powers. Powers beyond the creator himself. My toes sweat at such possibilities, lying so close to my mortal self. Each night, I beat myself rid of these fantasies, but it is indeed a test. Pierre. You little bug. Ja. Wir sind im nächsten Level mit dem wundervollen Namen St. Francis Folly. Ich weiß gar nichts mehr über das Level. Ich wollte jetzt eigentlich aufhören mit der Aufnahme. Danke für das nette Begrüßungskomitee. Danke. Ich mag mich ganz dunkel daran erinnern. Ja, gucke ich mir das jetzt an? Spiele ich ein bisschen oder höre ich auf? Das ist die Frage. Ich weiß nur, man musste hier sehr viel mit den Kisten und den Blöcken arbeiten und das ist echt uncool. Hier das Schieben und Ziehen auf diese bestimmten Plattformen, um bestimmte Sachen zu triggern und ja, nichts passiert. Wir haben die Tür verschlossen. Und da wäre es wahrscheinlich was anderes gewesen. Ja, sehr viel Spaß auf jeden Fall. Haben sich die Blöcke verändert? Man munkelt. Vielleicht. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ich kenne das Level, ja. Aber selbst dieses wunderschöne Level müsste ich mir dann beim nächsten Mal mit euch gemeinsam anschauen. Ja. Wir haben gespeichert, heißt, wenn wir gleich, sage ich schon, das für euch ist es wahrscheinlich gleich, je nachdem, wann ihr das wieder schaut. Aber wir müssen dann auf jeden Fall beim nächsten Mal diese netten Tigerlines wieder besiegen und dann Tigerlines. Ja, nennen wir es Tigerlines. Wir können es auch Bachforelle nennen oder Steppenelefant oder wir nennen es einfach beim Namen Löwen. Da werden wir dann wahrscheinlich die Löwen wieder töten dürfen. Wir haben die Blöcke höher gemacht, kann das sein? Ja, wir haben die Blöcke höher gemacht. Ja, auf jeden Fall, das soll es gewesen sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mein Name ist Edith LP, ich sage danke fürs Zusehen und bis denne und so. Tschüss!